Ganz kurz vor dem Video, ihr seid auf dem letzten Video so extremst abgegangen. Ihr habt über 200 Kommentare da gelassen, was mich extremst gefreut hat. Und es waren auch so Kommentare, wo ich auch gemerkt habe, dass die Person, die dahinter sitzt, sich auch Gedanken darüber gemacht hat. Und das hat mich wirklich extremst gefreut. Und ja, ich würde einfach nochmal Danke dafür sagen und trotzdem wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute eine kleine Runde Bed Wars 8x1 auf der Map Donut. Und ihr seht es wahrscheinlich schon, Leute. Ich habe heute endlich mal wieder ein anderes Pack drin. Ich führe endlich mal wieder diese Pack-Vorstellung weiter. Ich habe schon gesagt, dass ich hier auf jeden Fall irgendwann weitermachen werde. Ja, jetzt ist hier das nächste Video auch schon da. Und zwar, wir spielen heute mit dem Knockhey V1 Pack. Das ist mir zugeschickt worden von dem lieben Knocke. Und sorry, falls ich deinen Namen falsch ausspreche, nur ich kapiere das immer nicht, wie man dieses X damit aussprechen soll. Daher, ja, tut mir auf jeden Fall leid, falls ich da wirklich irgendwas falsch sage. Ja, und ja, auf den Airhitter habe ich gehofft. Und der hatte so schon gar keinen Bock mehr auf mich. Naja, erstmal, auf jeden Fall, das Inventar. Erstmal, ich finde das Inventar übel sick. Ganz schlicht gehalten, durchsichtig. Feiere ich so am meisten. Ich finde generell so eher schlicht gehaltenere Packs immer besser. Vor allem so alte Packs. Das sieht mir auch schon, wie gesagt, nach einem etwas älteren Bed Wars Pack aus. Die Blöcke sind auch ganz schlicht gehalten. Gefällt mir mega gut. Das Fadenkreuz kennt man auch schon. Ja, ist gechillt. Ja, das Pack ist auch zum Godbridge auch übel gechillt. Oh ja, sick, da haben wir ihn bekommen. Und ja, Leute, das hier ist die Picke, finde ich auch. Ich finde generell, wie gesagt, nicht so hoch auf diesen Packs eigentlich nicht so geil. Aber ich muss sagen, dieses Pack hier gefällt mir doch schon ziemlich sehr gut. Die Ingots sehen alle so aus, ist auch schon bekannt. Und der Typ hatte gar keinen Bock mehr auf mich. Kennt man auch schon aus anderen Packs, ist halt ganz normal gehalten. Ja, Rüstung ist, glaube ich, default komplett. So, die Herzen, wie man sieht, auch eher so nicht hochauflösend, komplett gechillt. Finde ich, passt komplett gut zum Pack. Rüstungsanzeige passt auch komplett, genauso die Hungerbalken. Ist nicht groß was verändert. Ich muss sagen, das wäre auch ein Pack, mit dem ich privat so auch spielen würde. Weil es einfach irgendwie, keine Ahnung, es passt einfach so. Es passt komplett in meinen Geschmack und oh nein, Digga. Und ja, da haben wir ihn auch schon tot. Ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. So, Leute, hier hört ihr dann. Hier habt ihr jetzt auch dann direkt den Better Boss Sound in der zweiten Runde gehört und da wurde ich auch direkt gebacksteppt. Hier, moin. Ja, ich finde den Better Boss Sound übel gechillt. Muss ich wirklich zugeben, der gefällt mir wirklich mega. So, lieber Grüner, warum hast du mich jetzt hier gebacksteppt? Das finde ich gar nicht nett. Keine Ahnung, ich feiere diesen Better Boss Sound irgendwie. Der ist gechillt. Alles entspannt so. Der lässt mal richtig gutes Gefühl noch in die Runde bringen. Keine Ahnung, ich finde den mega geil. Ist hier auf jeden Fall gelungen. So, Leute, die Enderperle sieht so aus. Ganz normal, finde ich richtig geil. Spinnenweben ist Rainbow. Und sonst, die anderen Items sollten alle fast Default sein, wenn ich mich nicht irre. So, und unser Bett ist weg. Mal gucken, ob wir die Runde vielleicht noch... Der Relation-Moment findet sein Comeback, Leute. Das war ja mal wieder der absolute Beweis, dass nur ich in dieser Runde gewesen sein kann. Jetzt haben wir die Runde ernsthaft noch wegen so einem fatalen Fehler verloren. Erstmal selbst getrickt 360. Ich will ja nicht Relation Moment wieder sagen, aber es war einfach wieder der pure Relation Moment in seiner Person. Naja, ich würde sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Downloadet euch gerne das Pack. Falls ihr jetzt einige Sachen nicht gesehen habt, tut es mir auf jeden Fall leid. Nur wie gesagt, ihr könnt euch das dann ja selber angucken. Und ja, bis zum nächsten Mal und ciao.